Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder mal ein Games Review und zwar schauen wir uns an Fire Emblem Engage, die jüngste Episode der Fire Emblem Serie, von der es ja jetzt inzwischen auch schon ganze 17 Ableger gibt. Das ist jetzt auch nicht ganz so wenig. Ich glaube, das letzte Fire Emblem, das ich gespielt habe, jetzt vor Engage, also ich glaube, das war nur auf... Das war zu Nintendo DS-Zeiten, ist also schon doch wieder ein paar Jährchen her, wenn man so möchte. Von der Story her, heute ist jetzt halt ganz einmal ja, relativ simpel. Als Drachengottheit erwacht man aus einem 1000 Jahre währenden Schlaf und ziehen gegen den Dämonendrachen Sombron ins Feld, der den Kontinent bzw. so ziemlich alles und jeden beherrschen möchte. Zu dem Zweck sammelt er sogenannte Emblemringe, von denen braucht er 12 dazu, können wir natürlich nicht zulassen und dahingehend werfen wir uns ins Schlachtengetümmel und wollen ihn aufhalten. Natürlich ist die ganze Sache noch ein bisschen ausufernder, ist ja logisch, mit Freunden, die zu Feinden werden, Feinden, die zu Freunden werden, ein Haufen Dramatik und so weiter und so fort, aber auf den Kern angebrochen haben wir in etwa diese Story. Fire Emblem Engage ist natürlich ein Strategiespiel, eine Rundenstrategie. Wir haben unsere Einheiten auf unserem Feld. Davon haben wir mal mehr, mal weniger und können nachher mit jeder Einheit dementsprechend Züge machen. Es gibt verschiedene Klassen. Wir können von Basisklassen auf erfahrenere Klassen sozusagen wechseln, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Verschiedene Klassen haben verschiedene Eigenheiten. Bogenschützen zum Beispiel sind gut gegen fliegende Einheiten, Magieeinheiten sind gut gegen gepanzerte Einheiten. Es gibt auch ein sehr gutes Waffendreieck-System wieder mal, das hat mir sehr gut gefallen. Das funktioniert so, also Schwerter sind stark gegen Äxte, Äxte sind stark gegen Lanzen und Lanzen sind stark gegen Schwerter. Was hat jetzt das für eine Auswirkung? Generell fügt eine Waffe, die stark gegen eine andere Waffe ist, den Zustand Bruch beim Gegner zu. Das bedeutet, der schmeißt nachher mehr oder weniger seine Waffe weg, erleidet mehr Schaden und kann nachher auch nicht mehr kontern. Das sind sehr gute Vorteile, die wir uns einheimsen können, wenn wir uns das Waffendreieck ganz einfach zunutze machen. Das Schlachtengetümmel selbst ist nachher durchaus eine relativ dynamische Angelegenheit. Die Einheiten ziehen, dann mal in einer, ja, ich sage mal, schräg oben Perspektive. Wir können aber auch ins Geschehen einzoomen, auszoomen. Wir können das Schlachtfeld so ein kleines bisschen drehen, damit wir ein bisschen mehr Überblick kriegen. Wenn es nachher zum Kampf selber kommt, nachher wird umgeschalten in so eine Art Action-Perspektive, wenn man so möchte, wo man nachher genau sieht, wie sich die Einheiten behaken. Wie gesagt, das ist dynamisch gemacht, das gefällt mir sehr gut. Erinnert mich nachher da so ein bisschen an Valkyria Chronicles, was das angeht. Generell einmal die grafische Performance, wenn man so möchte. Also die Optik ist grundlegend einmal sehr farbenfroh. Also wir sind sehr bunt auf dem Weg, sehr farbenkräftig, gefällt mir gut. Wir haben sehr viele schöne Effekte, Glanzeffekte, Lichteffekte generell, also das funktioniert. Grafik auf dem Schlachtfeld selber, sprich da, wie wir die Züge machen, das ist relativ simpel gehalten. Dafür trumpft es in die Zwischensequenzen eigentlich ziemlich auf, muss ich sagen. Also das ist eine relativ feine Optik. Wo ich sagen muss, was der eine oder andere vielleicht jetzt nicht unbedingt ja, packen könnte, das ist der Artstyle selber. Wenn man sich mal die ganzen Figuren und so weiter und so fort anschaut, muss ich ganz ehrlich sagen, also mir gefällt das eigentlich sehr gut. Das ist mehr oder weniger ein Füllhorn für Cosplayer, wenn man sich daran bedienen möchte. Da findet man massig und massenweise Vorlagen, die was man nachher in der Realität gut umsetzen kann. Also die einzelnen Outfits, die Frisuren, da weiß man im Prinzip gar nicht, wo man zuerst hinschauen sollte. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist mir alles too much. Das kann man jetzt als Kritikpunkt ansehen. Ich persönlich sehe das nicht als Kritikpunkt und natürlich so quietschbunt wie die da alle umeinander laufen, das beißt sich nachher so ein kleines bisschen mit der eigentlichen Story und auch mit dem Schlachtgeschehen, weil wenn man sich anschaut, in Waffen ausladen, in Kleider, da diverse Einheiten in den Krieg ziehen, nachher da hat das mit irgendeiner Realitätsverbundenheit absolut rein gar nichts mehr zum da. Ich sehe das eigentlich sehr gern und natürlich ist es ja immer schön, wenn sich die Designer da auch wirklich austoben können.
So, der Kniff an der Episode sind noch die sogenannten Emblemringe. Die habe ich am Anfang schon mal kurz erwähnt. Was ist ein Emblemring? Das sind im Prinzip Ringe, aus denen nachher sogenannte Embleme beschworen werden können. Ein Emblem ist dahingehend sozusagen ein Kampfgefährte aus einer, ich sage jetzt einmal, anderen Epoche, aus einer anderen Welt. Seht ihr so, dass das nachher alles Protagonisten aus früheren Feiern Emblem-Teilen sind, die wir da nachher sozusagen zu Hilfe holen können, mit denen können wir sie nachher verbinden und durch die Verbindung haben wir nachher Zugriff auf weitere Waffen, wir haben Zugriff auf verschiedene Fähigkeiten, Statusboni, auf neue Attacken und so weiter und so fort. Das ist sozusagen der taktische Kniff, wenn man so möchte, jetzt an der Fire Emblem Episode und je nachdem mit Waffener Einheit, mit Waffen Emblem, dass man sie verbindet, hat man halt Zugriff auf verschiedene Fähigkeiten. Man kann zwar gerade zu jeder Zeit mit einem Ring ausgerüstet sein, aber man kann die anderen nachher natürlich aufteilen unter die Kameraden und das ist durchaus gut umgesetzt. Wo ich nachher sagen muss, dass man doch ein bisschen too much ist, das ist mehr oder weniger das ganze Drumherum. Also wir haben eine Basis, das nennt sich Somniel und die baut sich mehr oder weniger mit der Zeit alle so ein bisschen weiter auf. Also am Anfang hat man nur weniger Möglichkeiten. Mit der Zeit kann man nachher immer neue Räumlichkeiten hinzu, wo man verschiedene Sachen ganz einfach machen kann. Und da muss ich ganz einfach sagen, das ist mir zu ausufernd und das ist mir persönlich so ein bisschen too much. Wir können unsere Figuren aufleveln, nachher können wir nur das Band mit den Emblemen aufleveln. Wir haben Arena, wir können Drachenreiten gehen, wir können Angeln gehen. Wir haben einen Turm der Prüfungen, wir haben eine Grotte, in dem so ein komisches Viech steht, das was ganz happy ist, wenn wir es fordern und streichen. Es gibt ein Gehöft mit Pferden, man kann nach den Schlachten kann man Tiere einsammeln, die was wir nachher in unsere Basis bringen. Wir haben ein Geschäft für Objekte, wir haben ein Geschäft für Waffen, wir haben ein Geschäft für alternative Kleidung und Accessoires, das ist wirklich extrem wichtig. Wir haben einen Schmied, der was uns unsere Waffen auflevelt und verschiedene Fähigkeiten mehr oder weniger eingraviert. Wir haben einen Obstgarten, wir haben ein Schwimmbad, wir haben ein Café und so weiter und so fort. Da muss ich ganz einfach sagen, das ganze Drumherum ist mir persönlich ganz einfach ein bisschen too much. Da hätte man sich vielleicht eher ein bisschen beschränken sollen, eher auf das konzentrieren sollen, was wirklich wichtig ist. Und nachher war das auch besser gegangen. Wenn man jetzt, herausfordernde Kämpfe haben möchte, nachher würde ich empfehlen, dass man gleich auf einem höheren Schwierigkeitsgrad anfängt, weil auf Schwierigkeitsgrad normal sind zumindest einmal die Story-Gefechte überhaupt keine Herausforderung. Also ich habe nicht ein einziges verloren. Fire Emblem Engage, muss ich sagen, ist mir positiv aufgefallen. Wie gesagt, ich mag den Artstyle sehr gern. Wie man jetzt sagen kann, dem einen oder anderen ist er vielleicht ein bisschen überbordend, zu zuckerig, wie man so möchte, zu ausladend. Mir persönlich hat er recht gut gefallen. Das Schlachtengeschehen spielt sich gut. Der taktische Kniff mit den Ringen und den daraus beschworenen Emblemen fügt sich da gut ein, das passt. Der Umfang ist auch durchaus ordentlich. Ich glaube, es gibt 26 Hauptmissionen und nachher noch einiges an Nebenmissionen, die man erledigen kann. Also von dem her muss ich sagen, Umfang ist okay. Der grafische Eindruck macht mir insbesondere in den Zwischensequenzen einen guten Eindruck. Wie gesagt, im Kampfgeschehen durchaus zweckmäßig, aber jetzt halt auch nicht überragend. Und was mir zusätzlich auch noch sehr gut gefallen hat, was ich bis jetzt halt noch nicht erwähnt habe, ist die Musik. Insbesondere eben innerhalb der Schlachten haben wir eine sehr gute Hintergrundmusik, die auch meines Erachtens noch gut zum Schlachtengetümmel passt. Zumindest einmal die allermeiste Zeit. Negativ auffallen ist mir halt ganz einfach das Ausufernde, was unsere Basis anbelangt, aber wie gesagt, das ist jetzt etwas, was mir ganz einfach subjektiv nicht gefällt, das kannst du natürlich ganz anderer Meinung sein, so wie ganz einfach die Tatsache, dass es auf einem Schwierigkeitsgrad, der normal heißt, ganz simpel und einfach gesagt zu leicht ist. Ansonsten würde ich sagen, es ist eine durchaus gelungene Fire Emblem Episode und wie gesagt, die erste, die ich seit doch mehreren Jahren inzwischen gespielt habe. Und dahingehend habe ich natürlich auch Hoffnung und bin froh und Mutes, dass ich auch die nächste Episode wieder spielen werde.
wenn es qualitativ in etwa gleichwertig ist und das ein oder andere kleine Manko ganz einfach auswetzen kann. Soweit einmal meine Meinung zu Fire Emblem Engage. Ich sage natürlich Dankeschön fürs Zuhören und Zusehen und nachher hoffe ich ganz einfach einmal, dass wir uns schon relativ bald in einem weiteren Video wiedersehen.